Jo Leute, was geht? Willkommen zu Skull & Bones. Season 4 startet jetzt gerade und wir werden hier wieder begrüßt mit einem richtig, richtig geilen Loading Screen. Also muss ich sagen, das war bisher in jeder Season so. Das können die auf jeden Fall richtig gut. Das sieht immer richtig, richtig gut aus. Kriegen ja auch schon einen kleinen Einblick auf den neuen Boss und auch die Mechanik vom neuen Boss. Der bringt ja so Pillars, die man kaputt machen kann, damit man den Schaden machen kann. Und ich habe mir vorgenommen, heute mit euch einmal durch die Season 4 durchzugehen. Was ist neu? Was für Waffen gibt es? Wie sieht der Battle Pass aus? Und muss dann noch 20 Minuten warten. Perfekt. Dunkle Vorzeichen. So, gehen wir rein in das Ding. Natürlich immer, das mache ich immer, erstmal in den Shop gucken, weil auch wenn das für viele nicht ganz so spannend ist, ich finde es natürlich immer spannend, was für Ideen hatten die, was für neue Skins sind drin. Damit will ich nicht sagen, ey, kauft euch Skins oder so. Aber mittlerweile kann man ja auch viele Skins sich verdienen im Spiel. Und ich muss tatsächlich sagen, hier gibt es jetzt erstmal nichts, wo ich sage, oh, das ist ja richtig krass. Deswegen können wir das eigentlich direkt skippen. Ich war auch schon was länger nicht drin, deswegen hatte ich gedacht, vielleicht ist hier irgendwas Cooles drin, aber das sieht alles sehr schade aus. Hier haben wir irgendwie ein Papagei, das ist natürlich ganz witzig, aber ansonsten nichts Besonderes. Okay, gehen wir rein. Was ihr alle direkt mal machen könnt, ist natürlich auch in den Eventkalender zu schauen, was gibt es für kommende Events. Nicht unbedingt wegen den Waffen und so, sondern auch allgemein, was wird es für Events geben. Gerade zur Weihnachtszeit bin ich gespannt. Hier Azur-Sonnenwende. Klingt sehr nach Weihnachten. Das Schiff, was da gezeigt wird, sieht auch sehr weihnachtlich aus. 31. natürlich. Wir haben ja Jahresende, deswegen könnte hier natürlich extrem viel kommen. Und dann Januar Doppelsilber, spannend. Okay, hier kommen wir nochmal. Das war Season 3, right? Ja. Rachsüchtige Wut, seltsamer Kunde, halt auch schon nach einem dreiwöchigen besonderen Event. Okay, da könnte mal was Krasses kommen. Und dann, das hier kommt dann erst demnächst im März, da geht es ja dann auch schon in die nächste Season und in Year 2. Da wird es extrem viele coole Neuerungen geben. Ich glaube, da müssen wir aber noch ein bisschen warten. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal rein. Für alle, die mein letztes Video gesehen haben, ihr wisst, ich war jetzt nicht unfassbar hyped auf Season 4. Es gibt aber zwei, drei Dinge, die ich auf jeden Fall noch revidieren möchte oder ein bisschen verbessern möchte. Es gibt ja die Aussage, dass es keinen weiteren Reset geben wird nach Season 4. Und ich hatte ja gesagt, dass ich Season 4 skippen werde, was aber dann eigentlich keinen Sinn macht zu sagen, dass ich Season 4 skippen werde, weil alle Manufakturen, die ihr in Season 4 euch holt, werden ja dann danach einfach behalten. Bedeutet, es macht schon Sinn, ab und zu in Season 4 reinzuschauen und sich die Manufakturen, egal ob es nur die Friedendinger sind oder ihr richtig reingrindet, zu holen, weil es nach Season 4 wohl keinen weiteren Reset geben wird. Auf der Karte natürlich das gewohnte Bild. Wir haben hier den neuen, das neue Seeungeheuer, in Anführungsstrichen neu, weil es ist wieder Zamaribo. Ich weiß nicht, ob da jetzt am Kampf irgendwas krass geändert ist. Natürlich ist das Aussehen ein bisschen anders, aber letztendlich ist es halt wieder Kuaribo Zamaribo. Dann haben wir hier einmal Vikram. Ich glaube, ich habe im letzten Video immer Victor gesagt. Für mich bleibt das hier der Victor. Und hier haben wir wahrscheinlich nochmal Vikram, ja. Level 16, der soll richtig krass sein, Level 13. Und was wir ja auch haben, ist dieses mit 6 Leuten nur gegen Vikram kämpfen. Da bin ich sehr gespannt, ob ich das jetzt hier gleich schon sehen kann oder sehen werde. Was natürlich auch ganz wichtig ist, ne, 300.000 Achtermünzen konnte man mitnehmen. Ich habe tatsächlich meine 700.000, die ich über hatte, gar nicht ausgegeben. Aber 300.000 konnte man wieder behalten, was natürlich für die Manufakturen ganz gut ist. Und der Sweet Spot in der letzten Season war so Level 7, Level 8 bei den Manufakturen. Mit dem neuen Refund-System, dass man ja zu jeder Zeit refunden kann, macht das auf jeden Fall Sinn, das auch weiterhin so zu behalten, denke ich mal. Außer die haben die Manufakturenproduktion da krass geändert, wovon ich jetzt erstmal nicht ausgehe. Deswegen würde ich jedem erstmal raten, ey, macht alles auf Level 6 und Level 7, wenn ihr 300.000 habt. Und zieht das dann später auf 10 hoch, was sich natürlich lohnt, weil es ja keinen weiteren Reset geben wird. Aber da, ja, da werdet ihr wahrscheinlich mehr wissen als ich für die ganzen Neulinge auf jeden Fall. Ah, guck mal, stimmt ja, ich habe ja das Schnitterding. Cool, cool. Für die ganzen Neulinge, da reicht es, denke ich mal, wenn ihr erstmal Level 6, Level 7 macht. Was ich mir immer erhoffe, ist, dass sich irgendwas am Movement ändert, an der Kamera oder sonstiges, aber es ist immer noch genauso schwammig, es ist immer noch so langsam und das Movement an Land ist immer noch genauso wie vorher. Aber auf Wasser hat sich wohl das ein oder andere geändert, da werden wir gleich einfach reinschauen. Ich
Du hast hier eben die Truhe, hol die erste Manufaktur und dann schauen wir mal in die Manufaktur rein, ob sich da irgendwas geändert hat. Das neue Schiff, die Garuda, da hatte ich ja im letzten Video auch schon was zu erzählt. Ihr könnt euch das im Codex natürlich einfach selber einmal anschauen. Sieht tatsächlich für mich sehr Standard aus. Also 11 Knoten, 14 Knoten wird wahrscheinlich auf Level 6 auf 12, 13 bis 15, 16 gehen. Fracht und Rumpf. Rumpf ist tatsächlich relativ hoch, würde ich sagen. Ja. Wenn man mit der Schnau vergleicht, was da den höchsten Rumpfzustand hat, 50k zu 32k ist gar nicht so schlecht. Und ist aber eher ein Angreifer mit Durchschlagwaffen. Und das Krasse bei dem Schiff ist ja, dass ihr die Long Guns, die Langkanonen, auch im Unterdeck platzieren könnt. Ich glaube, das ist der krasse Vorteil von diesem neuen Schiff. Stellt euch jetzt also einfach mal vor, ihr habt rund um 20 mal Skurlocks Verfolger oder den Segelschadentreffer. Da könnt ihr die Gegner eigentlich durchgehend das Segel kaputt machen und immer wieder Schaden zufügen. Könnt ihr euch mehr vorstellen, dass für PvP vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn man eine Schlachtschunke auf Abstand hält. Aber ja, da kommen wahrscheinlich die heftigsten Bild wieder zum Vorschein. Müssen wir einfach mal abwarten. Ich habe hier jetzt mal die erste Manufaktur gekauft. Ich gucke mal, ob sich hier irgendwas geändert hat. Hier erstmal nichts. Und auch bei einer Verbesserung würde ich jetzt erstmal nichts sagen. Obwohl hier steht, ich weiß nicht, ob das früher auch schon so war, aber Produktion mit einer Prozentzahl. Das heißt, hier kann man genau sehen, welche Prozente sich ändern. 20, 25, 30, 35, 40. Ah, ich verbessere mal ein bisschen. Vielleicht ist der Level 10 nochmal ein 10% Sprung. Das wäre ja ganz cool. Aber hier kann man auch genau die Finanzierungszeit sehen. Okay, ich hatte ja gesagt, 6, 7 würde ich sagen, ist so der Sweet Spot. Und Level 10 kann ich leider nicht sehen, weil, ja, müssen wir leider ein bisschen runtergehen. Wir wollen ja wissen. Okay, Level 10 gibt nochmal 10%. Könnt ihr mir also vorstellen, gerade fürs Endgame macht es auf jeden Fall Sinn, da Level 10 zu gehen. Ich werde das jetzt einfach mal machen, um es zu demonstrieren. Ist aber natürlich super, super teuer. Und dann kann man hier natürlich immer noch ein Schiff hinzufügen. Das kennt ihr alles schon aus den letzten Seasons. Und dann kann man hier einfach finanzieren. Wir gucken natürlich auch gleich ins Buch, was sich da geresettet hat. Aber so viel auf jeden Fall erstmal zu der Manufaktur. Ich würde sagen, jetzt schauen wir mal in die Waffen, was Skurlock hat. Und dann natürlich auch in den Schwarzmarkt. Es gibt hier auf jeden Fall ein neues Ding. Teulings Gefallen benutzen. Vorteile von Segen. Böse Ernte gewähren zusätzliche Beute für das Besiegen einer Elite. Schmugglerschatz verdoppeln die Anzahl der Schmugglerpunkte, die du verdienst, wenn du Ruhm erlangst. Wie lange geht das? Böse Ernte, Schmugglerschatz. Okay, 0 im Besitz und 0 im Besitz. Für das Besiegen eines Elitengegners erhältst du außerdem eine Schmugglervorrichtung. Okay, cool. Gibt es hier nochmal einen neuen Boost? Ganz cool. Gibt einen kleinen Twist in die neue Season. Kaufen, verkaufen, eine Sache, die ich mich gefragt habe, ist Tor zur Hölle, tatsächlich. Und zumindest mal jetzt zu Beginn kann man Tor der Hölle nicht hier kaufen, vielleicht gleich im Schwarzmarkt, müssen wir mal gucken. Hier gibt es aktuell Caronade, La Piqûre, alles nicht so spannend. Geheimwerkstatt, alles nicht so spannend, leider. Hier gibt es neue Gegenstände, wird wahrscheinlich benutzt, um neue Waffen herzustellen. So war es ja in der letzten Season auch. Wird wahrscheinlich auch von den neuen Gegnern fallen gelassen. Okay, William jetzt erstmal nicht so spannend. Dann können wir einmal den Kaperbrief gucken. Das interessiert mich auch natürlich nochmal, ob sich da was geändert hat oder ob das so ist wie letzte Season auch. Die Ansicht ist auf jeden Fall mal anders. Das war ja früher nicht so. Okay, wir haben ja einmal die wöchentlichen. Wir haben einmal die wöchentlichen und einmal Welle 1 insgesamt. Okay. Und dann gehen wir mal rüber zu Belohnungen, ob sich da was geändert hat. Ne, da haben wir immer noch die drei Pfade. Einige neue Waffen, da gehen wir gleich noch drauf ein. Und dann gibt es natürlich noch diesen Zusatzbonus. Ihr 20, 30, 45 Bündel Garuda-Teile. Aha, hier kriegt man also dann die Garuda wieder auf 45, so wie gehabt. Hier gibt es einen Papageien bei 70. Und am Ende Immortal. Ja, das ist vielleicht nicht ganz so spannend. Aber Garuda, damit ihr es gehört habt, auf Stufe 45. Auweia. Agnes Zorn im Schwarzmarkt. Wir haben ein neues Seefeuer. Oh mein Gott, das ist für mich gerade. Das wusste ich nicht. Das kommt für mich völlig überraschend. Feuert schnell Seefeuerpfeile bis zu einer Reichweite von 250 Meter ab. Die Waffe braucht einen Moment zum Aufladen, bevor sie feuert. Brandschaden. Oh mein Gott.
Das habe ich nicht kommen sehen. Das kaufen wir auf jeden Fall. Ich bin ja eh ein Sambuke-Fan. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Wenn du mit halbem Segeln oder mit weniger segelst, hat dein Schiff eine 8% Chance, das Auslösen von Minenbojen zu vermeiden. Verringert den gesamten eingehenden Schaden von Minenbojen und Deckungsstärke wird erhöht. Okay, nicht so spannend für mich. Und verringert beim Trimmen der Segel die eingehende Ausdauer der Besatzung um 5% auf Kosten von 10% Ausdauer der Besatzung pro Treffer. Erlittener Schaden gegen Schwachpunkte wird um 15% verringert. Okay, sieht sehr PvP-lich aus, um ehrlich zu sein. Dann gibt es natürlich wieder neue Cosmetics. Und hier haben wir faule Ilse, die kennen wir ja. Der Schwarzmarkt hat jetzt auch zeitlich begrenzte Items. Das war meiner Meinung nach vorher nicht so. Sprunglader, Schwachpunkt, das kennen wir alles. Und die Sovereign-Sachen sind alle jetzt immer oben. Das finde ich ganz gut, weil man musste die vorher immer suchen. Alle Sovereign-Sachen sind jetzt immer ganz oben. Es gibt nur eine neue Waffe tatsächlich mit Sovereign. Das war ja in der letzten Season, gab es irgendwie 3 Stück oder so. Und eine neue Panzerung. Können wir auch eben reingucken. Der Einsatz eines Besatzungsangriffs erhöht den Waffenschaden der Breitseite um 33% und die Ausdauerwiderstellung um 100% für die nächsten 5 Sekunden. Das ist geil. Die kaufe ich und spiele ich. Weil Besatzungsangriff ist voll mein Ding. Es gibt ja auch ein Möbelstück, was macht, dass nach dem Besatzungsangriff ihr noch stärker seid. Das wäre als richtig krass. Oder dass ihr nach Besatzungsangriff 8000 Leben wiederherstellt. Kann ich mir mit Tor zur Hölle gut vorstellen. Obwohl ich es gerade sage, Tor zur Hölle, sehe ich aktuell nicht, dass man das craften oder kaufen kann. Ich hoffe, dass man das vielleicht noch bei dem Schmied einfach so, aber da müsst ihr ja einen Bauplan geben, machen kann. Wir gucken jetzt nochmal einmal beim Schmied rein und dann gehen wir in den Codex und gucken uns die ganzen neuen Waffen an. Beim Schmied gibt es leider nichts Interessantes Neues und wie es aussieht, Tor zur Hölle könnt ihr aktuell nicht mehr bekommen. Für alle, die sich fragen, ey, was meint ihr da den ganzen mit Tor zur Hölle? Das war ein eine Event-exklusive Waffe im Halloween-Event, wo ich leider nur eine mir geholt habe. Ich habe echt viel gezockt, aber dann vergessen meine Sachen wieder auszugeben und mir das dann wieder zu kaufen. Das ist natürlich ein bisschen blöd jetzt. Ich werde da einfach mal die Community fragen, ob da eine über hat. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt noch zum Buch und dann können wir tatsächlich ein bisschen uns die Story anschauen. Da werde ich nicht so viel spoilern. Ich werde ein bisschen reinschauen, aber das könnt ihr dann einfach selber erleben. Ich finde Story, das könnt ihr mal ein bisschen selber euch anschauen. Wichtig ist natürlich, was ist neu drin und wie finde ich das Ganze. Also hier sehe ich schon direkt, ich habe das erste Ding behalten, aber es gibt 2 neue Level. Einmal Produktion von Kaiserjade und Produktion von geschnitzte Kaiserjade wird freigeschaltet. Also das werde ich auf jeden Fall natürlich direkt mal machen. Ich weiß noch nicht, wo man das herbekommt. Aus Kisten, Gegner besiegen, keine Ahnung. Aber hier gibt es auf jeden Fall schon mal 2 neue Sachen, ganz cool. Und der Rest wird wahrscheinlich alles zurückgesetzt worden sein. Ich gehe stark davon aus, dass wir auch nach Season 4 auch hier kein Reset bekommen. Deswegen für alle, die sich jetzt hier unsicher sind, ballert hier auf jeden Fall im Laufe der Season alles hoch. Am Ende der Season wird es keinen Reset geben. Sollte da sich irgendwas ändern, dann bin ich schuld. Aber so haben sie es im The Deck erzählt, dass das hier der letzte Reset war von Season 3 oder 4. Und nach Season 4 und Year 2 wird es kein Reset mehr geben. Deswegen knallt hier alles hoch. Da könnt ihr einfach so vorgehen, wie ihr wollt. Das ist alles nicht so kriegsentscheidend. Schaut ihr einfach das, was euch am meisten Spaß macht. Hier Schiffsverwaltung, Kapazität des zugewiesenen Schiffs ist, damit ihr mehr bei der Manufaktur rausholen könnt, wenn ihr ein Schiff zugewiesen habt. Da guckt ihr einfach mal mit euren 300.000 Punkten, dass ihr ein bisschen was hoch macht und was euch da am meisten logisch erscheint. Vielleicht geht ihr auch einfach so vor, dass ihr alles auf Level 1, alles auf Level 2, alles auf Level 3 zieht. Da will ich euch jetzt nicht vorgeben, weil ihr das am besten machen könnt. Nagas Ruf ist neu. Erhöht den von dieser Waffe verursachten Schaden nach jedem Treffer um 5%. Der Effekt wird nach 7 Sekunden ab dem ersten Treffer zurückgesetzt. Klingt sehr cool. Waffe ist erhältlich durchs Öffnen von Nierenschatulle. Naschka, 5% des Schadens, den diese Waffe verursacht, stellen den Rumpfzustand wieder her. Das ist ja Tor zur Hölle als Langkanone, als Vollkanone. Wenn ein Schwachpunkt getroffen wird, wird die Reparaturmenge mit 700% multipliziert. What? Das heißt, warte. Wenn ich 4000 Schaden mache an einem Crit-Punkt, ist das, glaube ich, doppelt. Ich bin auch schon so lange raus, ich weiß es auch nicht mehr. Berichte ich mich gerne in den Kommentaren. Aber sagen wir mal 8000, einfach nur, damit wir einen Wert zum Rechnen haben. Davon 5% wären wir bei 400. Mal 700% sind wir mal 7... bei 2800 pro Treffer auf einen Crit?
Das wäre crazy, wenn das einfach durchgehend funktioniert. Waffe ist erhältlich durch Öffnen von Azurblaue Schatulle. Wow. Der Hacker habe ich euch ja schon erklärt beim The Deck Stream. Der durchschlägt Gegner. Und ich denke, that's it. Agnes Zorn habe ich euch gerade schon gezeigt. Ballista gibt es keine neue. Okay, cool. Machen wir Agnes Zorn drauf und gehen rein in die Story. Ein bisschen reinschauen und gucken, was wir machen müssen. Hier haben wir den ersten Auftrag von Skurlock. Das machen wir natürlich. Rein in Skurlocks erste Mission und rein in die Story. Also auf den ersten Blick kann ich zumindest mal beim Segeln nichts speziell Neues erkennen. Gucken wir es gleich mal in den Fight rein. Aber das sieht für mich auch sehr ähnlich aus. Ich bin sehr gespannt, wie die neue Waffe aussieht. Suche auf dem verlassenen Schiff nach Hinweisen, um die Aufschluss aufgeben, was hier passiert ist. Okay, machen wir. Suche nach Hinweisen. Oh, wisst ihr, was ich gerade gedacht habe? Man steigt aus, geht auf das Schiff und guckt sich's an, aber leider nicht so. Okay. Na, zur nächsten. Wir haben hier auf jeden Fall neue Gegnertypen. Okay. Die knall ich mal ab. Gucken wir uns mal an. Die machen Giftschaden irgendwie. Okay. Und jetzt die erste Waffe. Die neue Waffe. Okay, die schießt viel langsamer, habe ich das Gefühl. Ist nicht so echt Feuer, sondern die schießt richtig. Okay. Gut. Schön geentert direkt. Na klar, nehmen wir mit. Ich habe das Gefühl, die Reichweite, guckt ihr euch mal an, die Reichweite ist viel besser als von dem Feuer. Ist echt cool, ist was ganz anderes. Ich hatte echt sowas wie ein Feuer erwartet, ist aber gar nicht. Echt cool. Also die neue Vorderwaffe gefällt mir echt gut. Also ich bin Fan von der neuen Waffe. Damit muss man mit der Sambuki gar nicht mehr so extrem nah rangehen. Ist zwar ein bisschen gewöhnungsbedürftig, die richtig zu treffen, aber finde ich cool. Ich habe jetzt mal ein bisschen in der Story gespielt, also will ich nicht zu viel spoilern. Es ist sehr ähnlich zu dem, was wir auch in den letzten Seasons gesehen haben. Das heißt, für jeden, der da sich auf einen neuen Season, auf einen neuen Story-Abschnitt freut, der wird da voll auf seine Kosten kommen. Ich denke mal, dass es die Story auch wieder gesplittet ist in verschiedene Wochen. Das heißt, ihr könnt nicht jetzt an einem Stück alles komplett einmal bespielen. Schaut da einfach in den Eventkalender rein, wo es dann wie weitergeht. Ich finde, Season 4 tut sich nicht viel zu Season 3, Season 2, Season 1. Es gibt jetzt keine krassen Neuerungen, so wie ein neues Rennen oder irgendwie ein komplett neuer Boss. Deswegen für mich Season 4 vieles, was wir sowieso schon kennen, nichts viel Neues. Klar, wieder ein neues Schiff und neue Waffen, aber das hatten wir bisher in jeder Season. Das ist natürlich ganz cool, aber jetzt nichts mega krass Neues. Wo es dann wirklich spannend wird, ist dann mit Year 2, wo es, denke ich mal, Anfang nächsten Jahres dann mit losgeht. Wenn ihr da nichts verpassen wollt, dann auf jeden Fall ein Follow da lassen, dann werde ich auf jeden Fall wieder reinschauen. Wenn euch das alles gefallen hat, dann natürlich auch ein Like da lassen, würde ich mich sehr freuen. Und schreibt mal unten in die Kommentare, wie ihr Season 4 findet. Freut ihr euch einfach schon auf Year 2, werdet ihr Season 4 wieder spielen. Da gibt es bestimmt sehr viele unterschiedliche Meinungen. Und ich sage bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein.